Liebe Passauerinnen und liebe Passauer, die Sorge um die Gesundheit unserer Bevölkerung angesichts der Corona-Krise bestimmt das gesamte öffentliche und private Leben. Experten weisen uns eindringlich darauf hin, mit allen Mitteln die Ausbreitung einzudämmen oder den Verlauf zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem die Lage auch bewältigen kann. Alle Ebenen sind gut vorbereitet und nehmen die Lage sehr ernst. Auch wir in Passau, sowohl das Klinikum als auch die Stadtwerke als auch das Rathaus selber, haben Krisenstäbe gebildet und tun alles, um auf kommende Herausforderungen angemessen und effizient reagieren zu können. Der wichtigste Akteur aber sind Sie. Nur durch Ihr aktives Zutun kann es gelingen, die Situation beherrschbar zu halten. Denn nur eine infizierte Person, die sich nicht von anderen fernhält, kann ursächlich für die Infizierung von 400 weiteren Menschen innerhalb von nur 30 Tagen sein. Daher meine Bitte, halten Sie sich an die Vorschriften, reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte, respektieren Sie gut gemeinte Ratschläge. Natürlich sind die vom Freistaat Bayern ergriffenen Maßnahmen einschneidende Maßnahmen. Eine Ausgangsbeschränkung dieser Art ist ein Eingriff in Ihre Freiheiten, keine Frage. Vor allem angesichts des mit aller Macht beginnenden Frühlings. Da fällt das Befolgen dieser Maßnahmen besonders schwer. Aber zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihrer Angehörigen sind sie unbedingt notwendig. Auch im Passau mussten wir schmerzliche Eingriffe vornehmen. Die Sperrung der Impromenade, die ja so beliebt ist, und die Absage der Maiduld sind keine Kleinigkeit. Aber seien Sie sicher, die Zeit, da wir unsere Stadt in vollen Zügen genießen können, da wir Feste feiern und Freunde um uns haben, kommt ganz bestimmt wieder. Ganz bestimmt. Jetzt aber ist die Zeit des Aufpassens auf sich, auf die besonders Gefährdeten, und der Zeit der Rücksichtnahme auf alle anderen. Ich vertraue auf Ihr Verständnis. Mein Dank und meine Gedanken gehen an alle, die zurzeit fast pausenlos tun und machen. Die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen, in den Pflegeeinrichtungen, in der Lebensmittelversorgung, bei der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden. Möge Ihr Einsatz im Interesse von uns allen Erfolg haben.